Nominiert für den WTT Young Leader Award für Managementkonzeption sind Projekt Service Business Concept and Marketing Strategy for ABB Engineering Shanghai LTD. Wir haben mit chinesischen Studierenden zusammengearbeitet in unserem Projekt, haben im chinesischen Markt gearbeitet. Und zwar haben wir für die ABB im chinesischen Markt ein Service-Konzept erarbeitet für ein Regelungssystem. Mit Simon Jamie Chi, Projektleiterin. Min Sherry Zhang. Hong Jin. Mario Malzacher. Julia Wüthrich. Philipp Heim. Coach Matthias Kleiner. Professor Ming Yao. Kundschaft Xi Wang von ABB Engineering Shanghai. Die ABB Engineering Shanghai mit über 1000 Mitarbeitern ist eine Tochter der großen ABB und gehört in China zu den Branchenführern. ABB Engineering stellt unter anderem sogenannte Erregungssysteme für Energiekraftwerke her. Diese regeln die Spannung zwischen Kraftwerken und Stromnetz. Viele dieser Systeme sind heute in China veraltet und Service ist für die Chinesen kaum ein Thema. Die ABB wittert darin ein zukünftiges Geschäft. Wie groß ist dieser Servicemarkt und wie müsste dieser bearbeitet werden? Das chinesisch-schweizerische Praxisprojektteam bringt Antworten und Konzepte für die ABB. Projekt Konzeption und Einführungsplanung eines durchgängigen ERP-Systems bei der Holzwerk Spezialitäten AG in Mundlingen. Wir haben für die Holzwerk Spezialitäten AG eine Software-Einführung geplant. Und zwar haben wir da einerseits geschaut, was Mitarbeiter für Tätigkeiten ausführen, haben die aufgenommen und haben sie dann abgeleitet in die Tätigkeiten, wie sie aussehen, wenn dann das neue System eingeführt ist. Mit Irene Enzler, Projektleiterin. Petra Alder. Silvia Knöpfel. Simon Costa. Coach Dr. Stefan Stöckler. Kundschaft Dr. Toni Steinmann von der Holzwerk Spezialitäten AG. Die Holzwerk Spezialitäten steht mit ihren 35 Mitarbeitern für die individuelle, maßgeschneiderte Herstellung von Massivholz und Holzprodukten wie Bartheken, Tischen, Hackstöcken, Schneidbrettern und Mehrschichtplatten. Von Akazie über Zebrano bis zu geräucherter Eiche und Teak. Das Unternehmen will ein neues ERP-System einführen. Eine Anwendungssoftware zur Planung und Steuerung aller Ressourcen und Prozesse im gesamten Betrieb. Wie soll das System konkret ausgestaltet sein? Das FHS-Praxisprojektteam plant und konzipiert das auf Holzwerk-Spezialitäten abgestimmte Softwaresystem. Projekt Entwicklung einer fachbereichsbezogenen, mehrstufigen DB-Rechnung auf Teilkostenbasis bei der Hunsrück-Klinik Kreuznacher Diakonie in Simmen, Deutschland. Wir haben für die Hunsrück-Klinik in Deutschland ein Steuerungsinstrument gemacht, wo es darum ging, Kosten und Erlös leistungsgerecht auf die einzelnen Fachbereiche aufzuteilen. Mit Alexander Juncker, Projektleiter. Stefan Baumgartner. André Küfer. Sebastian Schneider. Coach Reto Morellon. Kundschaft Thorsten Junkermann von der Hunsrück-Klinik Kreuznacher Diakonie. Die Hunsrück-Klinik, ein Allgemeinspital in Rheinland-Pfalz, beschäftigt 590 Mitarbeitende, unterhält 260 Betten, verzeichnet jährlich rund 10.000 stationäre Behandlungen, 4.000 Operationen, 336 Geburten und macht über 30 Millionen Euro Umsatz.
Die Klinikleitung will ein Führungsinstrument, das die eigenen Spitalleistungen in ihre Komponenten aufsplittet und diese bezüglich Kosten verursachungsgerecht und bezüglich Erlös leistungsgerecht den internen Leistungserbringern zurechnet. Das Praxisprojektteam liefert das Konzept einer mehrstufigen Management-Erfolgsrechnung. Der Winner ist Team ABB. Mario Malzacher. Philipp Heim. Julia Uetrich, Matthias Kleiner, Rudolf Wieser, nicht anwesend, Jimin Si, Hong Jin, Min Zhang und Professor Min Yao. Ich gratuliere. Julia Wüttrich, was haben Sie für Gefühl jetzt? Ja, mit dem Projekt haben wir absolutes Neuland für uns betreten. Wir sind in den riesigen chinesischen Markt gekommen, der für uns völlig unbekannt war bis anhin. Wir konnten mit chinesischen Studierenden zusammenarbeiten und wir hatten einen Weltkonzern wie die ABB als Auftraggeberin gehabt. Ganz ehrlich, am Anfang sind wir uns nicht ganz sicher gesehen, ob wir diese riesige Herausforderung überhaupt meistern können. Aber nachdem dass wir unsere Teamkolleginnen kennengelernt haben und die ersten Gespräche hatten mit der ABB, mit unserem Coach, hat sich das alles sehr positiv entwickelt. Wir haben eine fantastische Unterstützung erfahren von der ABB und von unserem Projektcoach auf jeden Fall. Es war eine sehr intensive Zeit, die wir zusammen durchmachen durften. Mit vielen Höchst, manchmal auch Tiefs. Es hat uns fachlich, aber auch vor allem persönlich extrem gefordert teilweise. Und darum sind wir sehr stolz und freuen uns wahnsinnig, dass wir heute hier im Licht stehen und den Award entgegennehmen dürfen. Auch für unsere chinesischen Teammitglieder war das Projekt eine grosse Chance gewesen und sie haben uns darum eine Videobotschaft geschickt. Darum würde ich sagen, Clip ab! Hello, this is CBC Chinese Group. About 2 months have passed since our project ended, but I believe every team member clearly remembers the joys and sorrows during that 5 months. Yes, it is a great ending of my university life and encourages me to keep on moving in the future. And we highly appreciate our together spending in China, in Switzerland, and we will remember all these experiences in our whole lives. Please always remember our team quote, culture synergy leads to success. Rudolf Wieser, Sie sind der Auftraggeber von der ABB Engineering Shanghai, China. Was haben Sie für einen Auftrag in diesem Team gegeben, der sich zusammensetzt aus diesen drei und den drei, die wir jetzt gerade von China zugeschaltet haben? Ja, also wir sind im Bereich Kraftwerksausrüstungen tätig und China hat einen enormen Energiebedarf entwickelt in den letzten 10, 12 Jahren.
so viel Leistung installiert in einem Jahr, wie 8-mal in der Schweiz installiert ist pro Jahr. Und wir haben von ABB sehr viel davon liefern können. Das ist Technologie aus der Schweiz, die in China eingesetzt wird. Ein Großteil des Stroms in China wird mit Technologie aus der Schweiz geregelt. Jetzt gibt es eine große installierte Basis und eine Chance. Und ich war vergangenen Herbst verantwortlich für dieses Geschäft in Shanghai, habe diese Möglichkeit gesehen. Und weil es ein Team ist, bestehend aus Chinesen, chinesischen Studenten und Schweizer Studenten, haben wir gedacht, die können das machen, die können für uns überlegen, wie können wir dieses Service-Business für diesen Bereich entwickeln, wie können wir den Marktzugang machen dafür. Und das war der Auftrag dann an das Team. Ja, Herr Malzacher, was bringen Sie jetzt da zurück in die ABB Engineering, die drei wichtigsten Ergebnisse aus Ihrer Arbeit? Vielleicht zum Anfang, hier oben sieht man jetzt mal so ein Erregungssystem. Der eine oder andere hat vielleicht vor dem Abend sich etwas anderes vorgestellt um ein Erregungssystem. Darum sieht man das hier mal. Nach dem Vortrag von Herrn Beglinger muss ich vielleicht auch kurz noch sagen, so ein Erregungssystem braucht es in allen Kraftwerken. Das geht vom Windkraftwerk über das Wasserkraftwerk bis hin zum Atomkraftwerk. Bevor wir jetzt zu den konkreten Ergebnissen kommen, möchte ich kurz unseren Forschungsansatz vorstellen. Wir haben als allererstes im ersten Schritt den Markt, den Service-Markt in China für ein Erregungssystem analysiert und beschrieben. Wir sind dann einen Schritt weitergegangen und haben den Service-Markt in der Schweiz und Kanada, wo beide schon deutlich weiterentwickelt sind, analysiert. Und im dritten Schritt haben wir eine andere Branche in China, einen Service-Markt, angeschaut und dort ebenfalls Ergebnisse herausgenommen. Wir haben dann aus diesen zwei Untersuchungen aus Schweiz, Kanada und anderen Branchen die besten Sachen herausgenommen, die besten Ansätze, und haben dann mit Hilfe von Interviews mit Kraftwerkbetreibern selber vor Ort in China und aber auch Interviews mit Experten geschaut, was ist da auch wirklich umsetzbar in China. Und zum Schluss haben wir alle Ergebnisse zusammengenommen und haben dann eine Strategie entwickelt, aber auch direkte operative Massnahmen vorgeschlagen. Wir haben die in vier Handlungsfelder unterteilt und Philipp Heim wird Ihnen die drei Ergebnisse aus dem grün eingefärbten Bereich kurz vorstellen. Vielen Dank, Mario. Also unter anderem haben wir mal ein Servicepotenzial pro Kundensegment erstellt. Zuerst haben wir alle Kraftwerke in China segmentiert, also mehrdimensional segmentiert und die einzelnen Segmente nachher auch priorisiert. Und weiter haben wir dann das Serviceportfolio der ABBs bestehende analysiert und aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, also von den Kundenbedürfnissen, die wir in Erfahrung gebracht haben und den Expertenäußerungen, die wir von den Experten, die wir interviewt haben, haben wir dann das auch sinnvoll noch ergänzt und schlussendlich dann noch pro Servicetyp für jedes Kundensegment eigentlich das Markt, also das Potenzial aufzeigt. Und wir haben dann herausgefunden, dass auch für neue Services in China eigentlich ein sehr hohes Potenzial besteht. Dann im Bereich der zentralen Marketingmaßnahmen haben wir eigentlich der ABB empfohlen, einen proaktiven Ansatz zu verfolgen. Das heisst eigentlich, dass die Serviceverantwortlichen von der ABB in China proaktiv auf Kunden zugehen und dann versuchen, Service bezogen auf den Lebenszyklus oder auf das Lebensalter vom System zu verkaufen. Dazu ist es nötig, dass man eine detaillierte Kundendatenbank hat und natürlich auch ein Produkt-Lebenszyklus-Management einführt. Das bedeutet aber wiederum auch, dass jeder Kraftwerksbetreiber innerhalb der ABB einen Ansprechpartner hat, das Stichwort Single Point of Contact, und der in Absprache mit dem dann eigentlich auch die optimalen Service anbieten. Weiter haben wir noch eine Marktentwicklungsprognose gemacht. Das heisst, wir haben versucht aufzuzeigen, wie sich der Markt entwickeln könnte. Da sind wir ausgegangen von der installierten Basis, eigentlich, von den heute installierten Systemen in China. Wir haben dann unter anderem den chinesischen 5-Jahres-Plan analysiert und geschaut, wie sich das entwickeln wird in den nächsten paar Jahren. Weiter haben wir noch Wettbewerbskräfte in China analysiert, geschaut, wie haben sich die verändert in letzter Zeit. Und da ist viel gegangen. Und dann auch noch natürlich, wir haben noch drei andere
Servicemärkte analysiert, also eine andere Industrie in China und zwei Industrien in Kanada und eine in der Schweiz, also eine in Kanada und eine in der Schweiz. Und daraus haben wir dann die Marktentwicklungsprognose gemacht. Jetzt, dass die ABB dann natürlich das auch nicht nur einmal die Zahlen hat, sondern im Laufe der Zeit immer wieder kann brauchen oder auch wenn sich irgendwelche Marktgegebenheiten ändern, dass man das kann brauchen, haben wir ein Tool gemacht, das ich Ihnen da jetzt kurz vorstellen will. Bitte beachten Sie, dass wir alle Zahlen abgeändert haben. Das sind rein fiktive Zahlen und auch am Schluss die Entwicklung, die Sie sehen, die ist natürlich verfälscht und nicht die, die wir herausgefunden haben. Jetzt müsste es auch noch laufen hier. Ja, da geht anscheinend irgendwie nicht. Da hat man jetzt gesehen, wie unser Tool funktioniert und am Schluss dann noch die verschiedenen Entwicklungen mit verschiedenen Szenarien. So oder so einfach überzeugend, was Sie da geboten haben. Und ich frage da gerade jetzt den Projektcoach Matthias Kleiner, was sind die Erfolgsfaktoren von diesem Team und dieser Arbeit? So, aus meiner Sicht sind da vor allem zwei zentrale Faktoren ganz entscheidend gewesen. Auf der einen Seite hat das Team einen unglaublichen Teamspirit entwickelt, und zwar von Anfang an schon. Also sind von Anfang an schon als wirklich eine Einheit auftreten. Und ich glaube, das ist nur möglich, wenn man sich von Anfang an intensiv mit der chinesischen Kultur auseinandersetzt. Hat das Team gemacht. Neugierig ist das Team gewesen. Und aber auch einen nötigen Respekt zeigt. Auch da hat das Team gemacht. Und der zweite Punkt ist die ausgeprägte Lösungsorientierung. Also das Team hat nicht irgendwie lange Probleme gewälzt und bei Schwierigkeiten irgendwo lamentiert, sondern ist angegangen, hat in jeder Situation probiert, den besten Lösungsweg aufzuzeigen. Ist ihnen hervorragend gelungen. Ich denke, das sind zwei Eigenschaften, die Young Leaders mitbringen sollten. Teamfähigkeit, Lösungsorientierung. Die Young Leaders hier bringen das definitiv mit und haben das in diesem Projekt wirklich hervorragend umgesetzt. Dankeschön, dann gehen wir noch gerade weiter. Rudolf Wieser, können Sie jetzt richtig Geld verdienen mit dieser Analyse und vor allem mit dem Konzept, das das Team gemacht hat? ABB Engineering Shanghai. Ja, es ermöglicht uns, uns so zu positionieren, dass wir das Geschäft machen. Wir machen noch keines so schnell und in China Geschäft zu machen ist überhaupt nicht so schnell und einfach. Aber es hat ganz wesentliche Hinweise und neue Ansätze gegeben daraus. Das Team hat enorm geschickt agiert mit diesen zwei Möglichkeiten, chinesische Marktzugang, Marktanalyse und methodisch sehr einwandfrei die Marktanalyse gemacht, Möglichkeiten aufgezeigt und einen ausgezeichneten Bericht geschrieben. Ich gratuliere an der Stelle nochmal ganz herzlich. Es ist eine ganz außergewöhnliche Leistung. Sie hat in der Schweiz beeindruckt und sie hat auch einen sehr skeptischen Kunden in ABB in China beeindruckt. Also die Studenten haben eine ausgezeichnete Leistung geliefert. Wir haben also jetzt einige Ansätze. Es liegt jetzt natürlich an uns, diese Ansätze umzusetzen. Ob wir in einem Jahr sagen können, wir haben alles umgesetzt, ich glaube es nicht. In China geht manches sehr schnell und einfach, manches gar nicht. Aber es hilft uns, uns in diesem schwierigen Umfeld zu bewegen. Und wir haben auch Richtlinien, wie sich dieses Marktumfeld bewegen wird. Sie haben da sehr vorausschauend auch geschafft. Also sehr wertvolle Ergebnisse für uns. Ja, Thomas Haring, wieso hat die Jury das Projekt denn ausgewählt? Starke Konkurrenz ist da gewesen. Auf jeden Fall sehr starke Konkurrenz. Ich kann es mal einfach machen. Ich spreche im Namen der gesamten Jury. Lesen Sie die Arbeit, dann sehen Sie, warum die Arbeit gewonnen hat. Eine hervorragende Arbeit. Ich glaube, die Zusammenfassung hat es deutlich gemacht. Ich habe eine Menge gelernt über Service Business. Und was ich auch wieder gelernt habe heute Abend, Cultural Synergies, ein nettes Wort, passt nämlich genau, weil man merkt auch in der Arbeit, dass es wirklich geschafft worden ist, die Brücken, die interkulturelle Zusammenarbeit zu stärken und ein gemeinsames Projekt zu machen, was bestimmt nicht einfach war, nicht nur aufgrund der räumlichen Distanz. Und am Ende, ich habe Ihren Slogan mir gerade gemerkt, ich glaube, der heißt Power and Productivity for a Better World. Das Projektteam hat mit viel Power hochproduktiv daran gearbeitet, die beste Arbeit in dem Bereich zu erreichen. Also Glückwunsch, Gratulation, super Leistung. Ihr Applaus.
Thomas Haring, ganz herzlichen Dank für das Sponsoring des Veteran Young Leader Award in Managementkonzeption, erster Rang. Dann herzliche Gratulation dem Team. Dem Team heute Abend in Managementkonzeption Veteran Young Leader Awards, Team ABB. Meine Damen und Herren, jetzt wollen wir die zweit- und drittrangierten Teams in Managementkonzeption ehren. Er hat Mitte der 80er Jahre die FAS St. Gallen abgeschlossen. Damals gab es noch keine Praxisprojekte, trotzdem hat er mächtig Karriere gemacht. Hat an der Uni Zürich Master-Ehren abgeholt, war dann jahrelang knallharter Unilever Manager, Marketing Consultant. Er ist seit 11 Jahren beim St. Gallen Tagblatt. Seit einem Jahr managt er als Gesamtleiter der ganzen Tagblatt-Medien 600 Vollzeitstellen, alle Medien, die da sind, Tageszeitung, Wochenzeitung, Zeitschriften, Fernseh, Radio. Heute bringt er den zweit- und drittrangierten Teams das Preisgeld von insgesamt 5.000 Franken hier auf die Bühne des WTT Young Leader Awards. Hier ist er, der Medienmogul der Ostschweiz, Daniel Erath. Hallo. Herzlichen Dank, dass Sie Sponsoring möchten von WTT Young Leader Award, Preissponsor, zweiter, dritter Platz. Jetzt sind Sie seit 10 Jahren bei Tagblatt Medien. Was hat sich eigentlich in der Medienlandschaft aus Ihrer Sicht in diesen 10 Jahren so gewaltig verändert? Was sind die wichtigsten Punkte, die Sie sehen? Also, was sich ganz zentral verändert hat, ist die Bedeutung des Internet. Das ist einmal das eine. Das andere, was sich auch ganz wesentlich verändert hat, ist die Rentabilität der Medienunternehmen. Wir haben als Beispiel im Jahr 2000 etwa 60 Millionen Inserate-Erträge gemacht. Letztes Jahr, als wir die Thurgauer Zeitung noch nicht integriert haben, also einen vergleichbaren Verbund hatten, haben wir etwa 30 Millionen gemacht. Also Sie sehen, die Werbeumsätze, die ein wesentlicher Teil unserer Refinanzierung ist, haben sich in den letzten 10 Jahren halbiert. Das würde aber auch bedeuten, dass offensichtlich etwas substituiert worden ist. Weil wir beide gehen wahrscheinlich davon aus, im Marketing wird nicht weniger ausgegeben, sondern eben, wie Sie gesagt haben, die anderen Medien. Das ist richtig, im Marketing wird nicht weniger ausgegeben, aber es wird auf eine andere Art und Weise ausgegeben. Ich denke, so Events, die wir heute Abend haben, hat man vor 10 Jahren noch nicht in diesem Ausmaß gehabt. Und das Geld ist vielleicht in die Medien eingeflossen, in die Medienwerbung und heute davon nicht mehr. Also das ist sicher ein wesentlicher Grund, wieso dass die Werbeerträge so stark zurückgegangen sind. Also die alternativen Möglichkeiten, die man hat, um Kommunikation heute zu betreiben. Und nicht zuletzt auch dank der elektronischen Medien. Wir haben ja heute eine ganz grosse Reihe von verschiedensten Medien, wo die Medien schlussendlich auch auf der Wirtschaft umreiten, sage ich einmal. Wie beurteilen Sie das? Muss heute einer, wenn er Topmanager ist, bald ein besserer Kommunikationsgenie sein als ein guter Zahlenbieger? Also Kommunikation ist sicher ganz ein wesentlicher Teil. Also wir sind ja mitten im Wahlkampf hinein und wenn man den Politiker zulässt, der besser kommuniziert, erreicht in der Regel bessere Sympathien, größere Sympathien. Also Kommunikation ist ganz ein wesentlicher Bestandteil, ich sage jetzt, für den Erfolg, für den Managementerfolg und das Verständnis für die Bevölkerung, für Unternehmen und so weiter. Gut, jetzt, Daniel Erath, möchte ich mir gerne schauen, wer den zweiten Rang gewonnen hat. Ich denke, da ist eine gewisse Spannung vorhanden. Tun wir doch die Nerven ein bisschen entlasten. WTT Young Leader Awards in Managementkonzeption, zweiter Rang, im Jahre 2011, ist das Team Holzwerk Spezialitäten AG. Ihre Enzo. Petra
Silvia Knöpfel. Simon Costa. Dr. Stefan Stöckler. Dr. Toni Steinmann. Nun dritter Rang, meine Damen und Herren. WTD Young Leader Awards in Managementkonzeption, dritter Rang 2011, ist Team Hunsrück Klinik. Alexander Junko. Stefan Baumgartner. André Küffer, Sebastian Schneider, Reto Morellon und Dr. Thorsten Junkermann. Herzlichen Dank den Tagblatt Medien für das Sponsoring dieser beiden Ränge im WTD Young Leader Awards.